Heute möchte ich euch gerne mitnehmen zur Fertigstellung meiner Multimedia-Ecke und wir bringen heute ein Regal an. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich, erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Ihr seid wieder auf Ducky's Hardware World bei eurem Ducky und schön, dass ihr eingecheckt habt. Ich bin schon ein bisschen im Stress heute. Ja, ich habe hier ein Voltu-Regal für unseren Center. Ich habe hier ein bisschen umgebaut mit dem Fernseher und bla bla bla. Und da braucht man nur noch ein Regal anbringen. Ne? Ab und zu mucke ich auch mal andersrum, also nicht nur am PC. So, dazu hätte ich euch gerne eingeladen und mitgenommen. Und dann wollen wir den Center darauf setzen anschließend. Ich hoffe, dazu habt ihr Lust und Bock, mir mal ein bisschen beim Muckeln zuzugucken. Kriegt ihr sonst immer nur PC-Hardware zu sehen, der GB. Gibt es heute mal was anderes. Und dazu möchte ich, wie gesagt, euch einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Und es geht ab zum Hardware-Check. Ab zum Bauen. So, erstmal packen wir uns hier das gute Stück aus. Recht groß und gucken uns den Packungsinhalt an. Muss ich gucken, ob ich noch Dübelchen mitnehmen muss. So, da erscheint unser weißes Regal, wie gewünscht. Ist da noch mehr drin? Aber ich hasse diese ganze Bauanleitung drin. Die wir uns gleich noch mitnehmen. Aber da gibt es nicht viel zu. Ich habe mir extra dieses Teil ausgesucht. Warum? Weil hier ein Halter komplett ist. Meistens sind die in der Mitte so ein bisschen oder an den Seiten getrennt bei den Bohrlöchern und dann hast du deine Probleme, die Blöddinger anzubringen. Deswegen habe ich ein bisschen geguckt, ob wir da nicht was Besseres finden. Wir haben was Besseres gefunden. Und war auch nicht teuer, kam 14 Euro. Ja, hier ist noch so ein Beutel, so ein bisschen Kleinkram, was es da noch so gibt. Brauchen wir auch nicht. Packen wir das nicht aus. Und wenn wir Glück haben, dann ist gerade übel dabei. Ich glaube es nicht, aber wir haben einmal ein kleines Dübelpäckchen mit Schrauben, obwohl die kann man benutzen. Also wollen wir keine kaufen. Passende Schrauben sind dabei. Dann machen wir das mal auf. Und das meinte ich mit Kompletthalter. Ne? Also man kann hier und kann hier das auch noch mal, das sind zwei Führungsschrauben drin, das Ganze anschrauben. Das sieht schon mal recht gut aus. Das möchte ich gerne mit euch zu machen. Dann gehen wir jetzt mal gleich los. Dann, ich besorge mir Werkzeug und dann geht es gleich ab zum Anschrauben. Ne? Okay, bis gleich. So, als erstes haben wir uns hier ein kleines Bohrloch in der Mitte gemacht von dem Halter. Und dann können wir das nämlich ausnivellieren bzw. mit der Wasserwaage beigehen. Das bohre ich jetzt erstmal und dann geht's weiter. So, wir haben das Mittelste jetzt angeschraubt. Dadurch, dass wir hier in der Mitte jetzt haben, können wir natürlich auch genau uns das in Waage legen, uns die Bohrlöcher anzeichnen. Kleiner Trick. Bei dem recht gut gemacht. Und zeichnen uns jetzt hier die restlichen vier an. Sollte man eigentlich mit dem Dings machen. Bleistift in der echten Handwerkerkunst macht man das natürlich mit dem Bleistift. So, abschrauben brauchen wir auch nicht mehr, wie man sieht. Wir können jetzt die vier Bohrlöcher machen, anschrauben, fertig. Draufstecken, glücklich sein, hoffen wir. So, dann sehen wir gleich weiter. Ich bohre erstmal. So, wenn er jetzt zum Beispiel kein Hammer zu haben, geht auch mal. Oh, richtig, jetzt können wir das anlegen. Wir haben richtig getroffen. Sieht gut aus, können das jetzt anschrauben. Wir können natürlich auch in diesem Dings nehmen. Wir können natürlich auch einen Akkuschrauber nehmen, aber das machen wir jetzt hier nicht, weil die Wände, das ist Saltbau, hier hält sowieso schon kaum was. Und dann überprüfen wir gleich nochmal die Lage. Kleiner Trick am Rande, ihr passt durchs Loch und setzt die Schraube vorher an, weil ich glaube, das müsste die kurze sein. Ja, das sind die kurzen, die dabei waren. Setzt die an.
Weil dann danach hinein rumschauen und fühlt, ah, da kommt sie. Bei dem anderen genau das Gleiche. Hat das leichter jetzt gleich beim Einsetzen. Na? Ja, das Doofe bei dem, man ist hier ein bisschen rüber, also ganz minimal, aber das sieht hinterher kein Schwein mehr, weil das Brett scheint mir auch durchgebogen zu sein, etwas. Ja, das sieht durchgebogen aus. Etwas aber nur. Na gut, wir nehmen jetzt die Sicherungsschraube. Was mir da so ein bisschen missfällt, ist hier, seht ihr, das geht leider Gottes nicht ganz durch. Aber das soll ich auch nur sichern. Jetzt nehmen wir die zweite. Dann können wir die Box auflegen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen, außer meinen Arm. So, dann nehmen wir gleich durch. Ich schaue nochmal. So, jetzt kommt der spannende Moment. Box einpacken. Passt. Ich hoffe noch, was ich mir da zurecht gemessen habe. Super. Super Mario. Ich schwenke mich mal ein bisschen hoch. So, GBL passt genau rein. Platz wäre noch ein bisschen mehr gewesen. Muss aber noch gleich die Gerätschaften wieder hin. Hauptsache, der Aki hat sich nicht vermessen. Aber das schauen wir uns gleich an, ob ich mich vermessen habe. Hatte ich mir das eigentlich gedacht. Den lappen wir natürlich weg. Ein bisschen sauber machen muss man auch. Jetzt können wir den, entweder, man könnte es auflassen, mache ich nicht, aber als Staubschutz möchte ich schon was davor haben wieder. Lass mich immer bescheuert reindrücken. Als mein Sohn klein war, hat er meine ersten Box kaputt gemacht. Na? Und so kann man, jetzt könnte man die Fernbedienung zum Beispiel da mal hinlegen, die muss ich auch noch mal entstauben. Und dann alles gleich griffbereit. Also ich finde es hübsch. Und sind wir jetzt ein bisschen in Waage geraten durch das Gewicht. Naja. Fast. Ja, es ist schwierig bei diesen blöden Regalen immer, da kämpfe ich mich immer. Ich kann auch nicht alles, aber ich bemühe mich. Aber es sieht relativ gerade aus. Es sitzt alles und so habe ich mir das gedacht. Das ist auch der Kontrast zur Xbox. Man hat seinen Halter hier gleich, man muss nichts mehr suchen. Und wenn ich das komplette Setup zeige ich euch noch, wenn es soweit ist, dann machen wir hier einen Durchgang und ja, ziehen uns das Ganze mal rein. Jetzt fragt wieder einer bestimmt, Alex, wo ist das RGB? Gibt's hier nicht. Hier ist mal kein RGB dran, muss auch nicht sein. Gut, dann kommen wir gleich zu meiner Endrezession von dem Regal. So, sind wir zurück. Ich mache jetzt gleich hier noch ein bisschen aufräumen. Aber jetzt zu meiner Bewertung. Also wirklich mal ein tolles Wandregal. Ich habe ja schon viel in der Hand gehabt mit diesen einzelnen Haltern. Kennt ihr vielleicht, der ein und andere hat das auch schon. Und dann musst du dir einen abquälen. Und ganz gerade habe ich es nicht geschafft beim Bohren, obwohl mir mein Sohn da unterstützt hat. Aber das ist auch bei diesen scheiß Wänden. Wir haben ja echt miese Wände. Also hier musst du wirklich eine Wandmontage von einem Fernseher zumachen. Da brauchst du ne, Spezialdübel. Sonst hält hier nichts drin. Das Haus ist aus den 50ern und da kannst du noch so gerade ansetzen. Der Mörtel fehlt da nur so raus. Na? Aber ich will mich nicht entschuldigen, aber es ist fast gerade. Da wird sich da einige. Könnt ihr euch ja gerne über amüsieren. Also ich gebe dem Regal, also volle Punktzahl, hat sehr gut. Einfache Montage, alles dabei, Schrauben, was man so braucht, lässt sich einfach montieren. Und ich handwerke schon mein ganzes Leben rum. Ich habe das ja schließlich mal auf dem Bau gelernt als Betonbauer. Der eine oder andere das nicht weiß. Bevor ich IT-Techniker geworden bin, war ich mal Betonbauer. Und LKW-Fahren habe ich immer mein Leben lang gemacht. Also ich spreche vom Fach. Super Geschichte. Preis-Leistungs-Verhältnis hier für 14 Euro. Und ich schaue nochmal genau nach, was das bei Amazon gekostet hat. Ja, genau. 14,95 war da noch Versand drauf. Kostenfreie Lieferung. Gibt es ab 25 bis 100 cm in verschiedenen Farben schwarz, weiß, blau, grün und schweinchenrosa. Wer das dann haben will. Also nochmal zu den Breiten. 60 x 22 x 9,5
Also 60, 22 tief und eine Stärke von knapp 3,8, also hier 3,4 cm. 5 Schichten Lackierung verarbeitet, 2 Grundierungen, 2 Polierungen, PU lackiert einschließlich und bla bla bla. Ich packe euch das Ganze wieder in die Videobeschreibung. Ich finde das wirklich toll, weil das muss ich einfach zeigen. Dieser Halter ist genial. Das können, ich hoffe, das machen andere Hersteller auch mal. Und aktuell gibt es natürlich auch noch eine Werbeaktion. Nimmt man 2, kriegt man 10%. Also, nee, nimmt man 4, kriegt man 10%. Naja, das sind immer diese Lockangebote. Das lohnt sich dann aber nur, wenn man umzieht. Ich habe mein Surround-System wieder da unter Dach und Fach. Es ist nicht so hoch, es ist in Ohrhöhe. Das war mir ausschlaggebend. Deswegen habe ich diesen ganzen Umbau gemacht. Hier auch mit Netzwerkkabeln. Ich sitze da schon die ganze Woche da dran. Das umzufriebeln mit dem neuen Fernseher und den möchte ich euch noch nicht zeigen. Der kommt später mal dran, um es euch unseren Samsung 55 Zoll mal zu zeigen. Na, kommen wir nochmal zu. Wir haben uns einen neuen Fernseher gekauft, zwangsweise aus üblen Umständen. Da ist der im Schlafzimmer ist halt platt gegangen. Kann passieren. Dies Jahr 2 neue Fernseher, ist schon heftig. Gut, das war es soweit in meiner Anbauerei. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst doch ein Abo da oder hebt den Daumen in die richtige Richtung. Über den Rest rede ich nicht mehr. Nächste Video ist am Start schon auf jeden Fall. Und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, wie üblich. Alles Weitere findet ihr in der Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr den Affairs-Links benutzt. Auch, da gibt es auch einen PayPal-Button, damit könnt ihr uns auch unterstützen, bla 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 bla. Also damit supportet ihr den Kanal, das wäre super toll und müsst auch nicht mehr bezahlen, muss ich mal sagen. Sonst ist das ja wieder Werbung. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Es war schön, dass ihr eingecheckt habt. Hat mir mal wieder Spaß gemacht und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nächste Video ist am Start, mit Sicherheit. Es gibt noch einiges zu sehen und auch wieder in dem Hardware-Bereich wie üblich. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich sage tschüss und bye bye. Ich seile mich ab und checkt jetzt aus. Müsst ihr auch zwangsweise tun. In diesem Sinne, bye bye, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Hardware-Check auf Darkies Hardware. Auf jeden Fall bis zum nächsten Hardware-Check.